Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über The Elder Scrolls Legends. Mein Gott, was ist da eigentlich gerade los? Schon beim ersten Trailer-Video, das in diesem Jahr herausgekommen ist zu Legends, gab es doch sehr, nennen wir es positiv, gemischte Reaktionen dazu. Und auch jetzt beim zweiten Video, was vor ein paar Tagen am 20. Mai herausgekommen ist, wo man 40 Minuten an Gameplay sehen konnte zu Legends direkt, das auch von den Entwicklern kommentiert wurde, sodass man sehr viel mehr über das Spiel nun erfahren hat. Aber auch dieses Video wurde doch sehr, sehr kritisch aufgenommen. Man muss auch schon fast sagen, sehr, sehr negativ aufgenommen, und von einigen Seiten ging das dann noch an einigen Stellen unter die Gürtellinie. Warum eigentlich? Ich verstehe das Ganze dahinter nicht so ganz. Und habe es mir daher mal näher angesehen, warum man ein neues Spiel, von dem man bisher noch relativ wenig wusste, so einen Hass entgegenbringt. Denn nichts anderes ist das, wenn ihr euch mal die Kommentarsektion durchlesen wollt. Ich kann euch davon allerdings auch nur wärmstens abraten, das ist wirklich keine schöne Erfahrung. Beim letzten Video, beim Trailer, war es so, dass ungefähr ein Drittel negative Bewertungen da waren und unzählige negative Kommentare, und auch bei diesem Video ist es jetzt so, bei dem Gameplay-Video, eine Ratio von ungefähr 50-50. Und ich habe mir hier mal ein paar Kommentare stellvertretend rausgesucht, die die Kritik am Spiel darstellen, wobei man Kritik durchaus in Anführungszeichen setzen sollte. Diese dann fett unterstreicht und knallrot einfärbt. Das erste dieser Zitate ist: Wieso ist das nicht Elder Scrolls 6? Ja, es ist nun mal so. Viele Leute, ich inklusive, hätten gerne The Elder Scrolls 6 angekündigt bekommen. Gar keine Frage. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es jetzt The Elder Scrolls Legends geben wird. Die beiden Spiele sind komplett unabhängig voneinander und haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Es sind zwei komplett separate Entwicklerstudios, die das entwickeln. Bei Elder Scrolls 6, so es denn überhaupt entwickelt wird, ist Bethesda zuständig, und bei Legends ist es Direwolf Digital. Haben nichts miteinander zu tun, die Entwicklungen der beiden Spiele sind komplett voneinander unabhängig, das heißt, die Entwicklung von Elder Scrolls 6 hat überhaupt keine Beeinträchtigung erlitten durch Legends. Dieses Argument ist völlig unsinnig, also hört bitte auf mit diesem Unsinn. Das zweite davon ist: Niemand hat sich so ein Spiel gewünscht. Ich meine ja nur, ernsthaft? Also, wenn man sich nur noch Spiele ansehen darf oder nur noch Spiele entwickeln darf, die Leute sich wünschen, was passiert dann wohl mit der Gaming-Branche? Haben wir keine Innovationen mehr? Haben wir keine neuen Spiele mehr? Denn zu jedem Spiel findet man Leute, die es hassen wollen. Und naja, man kann sich auch irgendwie nur schwer wünschen, was es noch nicht gibt. Man kann sich eigentlich nur Dinge wünschen, die es bereits gibt. Und dann kann man sich wünschen, dass es davon eben mehr gibt. Zum Beispiel das Asheteer-Mount, was es in Teso gab. Ich habe vorher noch nie an ein Asheteer gedacht. Woher auch? Der Begriff war mir völlig fremd. Den gab es vielleicht vorher noch nicht mal. Aber als ich eins in Teso gesehen habe, dann wollte ich eins haben und habe mir eins gewünscht. Es ist also durchaus etwas Positives, wenn Entwickler sich hinsetzen und sich etwas Neues überlegen und dadurch dann etwas Neues entwickeln. Muss nicht unbedingt was Negatives sein. Und ganz ehrlich, natürlich hat sich niemand explizit Legends gewünscht, aber es gab durchaus Wünsche, auch mal Elder Scrolls Spiele in anderen Genres zu haben. Möglicherweise waren da Kartenspiele drunter, ich halte die Idee aber auf jeden Fall für eine sehr gute, weil Kartenspiele eines der aktuellen Trends in der Gaming-Branche sind, und ganz ehrlich, warum nicht? Es schadet doch niemandem, dieses Spiel zu haben, wie wir ja schon im ersten Kommentar festgestellt haben. Aber im dritten gehe ich dann noch auf einen weiteren Punkt ein, denn der dritte Kommentar lautet wie folgt: Bethesda macht mal wieder nur Blizzard nach. Das Argument, was dazu immer angeführt wird, ist, es gab World of Warcraft und dann wurde The Elder Scrolls Online gemacht, also MMOs. Dann gab es Hearthstone, ein Kartenspiel. Jetzt gibt es Legends. Oh, Verschwörungstheorien, ich sehe schon, da kommen sie her. Aber ganz ehrlich, so läuft die Spieleentwicklung nun mal. Der Begriff dazu nennt sich Iteration. Das Nehmen eines Grundkonzepts und das weiterentwickeln bzw. verändern durch eigene Elemente. Und genau das ist doch Legends. Wir haben die Grundelemente von Hearthstone, und die kann man einfach nicht wegdiskutieren, sie sind grundlegend ähnlich. Aber Direwolf Digital, / Bethesda, hat trotzdem ihren eigenen Twist auf dieses ganze Genre gelegt und verändert die Sachen. Ich will nicht unbedingt von verbessert reden, aber sie verändern auf jeden Fall Sachen daran. Sie fügen zum Beispiel Sachen wie die Reiheneffekte hinzu, die es in Hearthstone nicht gibt. Sie führen
eigentlich ja viele Sachen ein, die es in Hearthstone nicht gibt. Aber das wird dann gerne mal um die Seite gedrängt, weil es ist ja nur ein billiger Hearthstone-Clone. Ein Cash Grab. Mein Gott, die wollen mit Spielen Geld verdienen. Ja, mein Gott, deswegen bieten die es Free-to-Play an. Macht Sinn. Und übrigens, wenn man Spiele nicht iterativ entwickeln würde, dann gäbe es ein Spiel pro Genre. Das will doch nun wirklich auch keiner, oder? Hätte es nämlich so viele schöne Spiele nie gegeben. Von daher halte ich Hearthstone in einem Elder Scrolls Gewand, was Legends ist, plus die Zusatzsachen, Reineffekte, Singleplayer-Kampagne etc. für eine wirklich gute Idee und ich bin jemand, der es gerne spielen würde. Ich bin jemand, der mag Elder Scrolls als Reihe sowieso, ich bin auch jemand, der mag Hearthstone grundlegend. Aber, so wie Hearthstone im Moment strukturiert ist, ist es nicht hundertprozentig mein Spiel. Vielleicht schafft es Direwolf Digital, ich will das Digital immer weglassen wegen Game of Thrones, Entschuldigung, eine Konkurrenz zu Hearthstone zu bieten oder eine Alternative wenigstens zu bieten. Und ganz ehrlich, Konkurrenz ist immer etwas, was das Geschäft belebt und in dem Fall können wir auch davon auch profitieren, weil Hearthstone und Legends dann hoffentlich sich auf Augenhöhe zumindest einigermaßen begegnen und dementsprechend beide sich in eine positive Richtung weiterentwickeln. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich könnte noch so viele andere Kommentare hier nennen, aber wie man es vielleicht schon so ein bisschen merkt, ich kriege echt zu viel bei all dieser Haterei, die da betrieben wird. Legends hat nahezu niemand von diesen Leuten gespielt. Gebt dem Spiel doch erst einmal eine Chance. Wenn es euch dann nicht interessiert, auch okay. Aber dann lasst es doch einfach. Ihr müsst das Spiel nicht spielen, ihr müsst vor allen Dingen nicht hingehen und überall eure Meinung kundtun. Dass man seine Meinung äußern darf, heißt nicht, dass man es muss. Und zum Beispiel, ich mag zum Beispiel Minecraft nicht. Ja und? Ich werde trotzdem nicht jedes Video abwerten, das ich sehe oder es überhaupt ansehen oder flame es oder Leute gar in YouTube-Kommentaren oder auch bei Reddit. Warum? Lass den Leuten doch ihren Spaß. Wenn denen das Spiel gefällt, ist das doch völlig in Ordnung. Ich habe halt einen anderen Geschmack. Und überhaupt, was wirft das eigentlich für ein Licht auf die Elder Scrolls-Fangemeinde? Leute, die jetzt mit dem Genre noch nichts zu tun haben, mit der IP, kommen hin, sehen diese Videos und denken sich, was ist denn hier los? Sind die ganzen Elder Scrolls-Fans ein Haufen weinender und rummaulender Kinder? Mein Gott, es ist mir schon fast peinlich, etwas mit dieser Gemeinde zu tun zu haben, wenn die so lächerlich darauf reagiert, wenn ein neues Spiel in deren Franchise angekündigt wird. Was ihr also aus diesem Video vielleicht abschließend mal mitnehmen könnt. Gebt dem Spiel erstmal eine Chance, wobei wahrscheinlich seid ihr eh die falschen Leute, die sich das Video hier gerade bis zu dieser Stelle angucken, denn gerade bei mir auf dem Kanal sind die Elder Scrolls Fans doch alle sehr moderat gewesen, was Legends angeht. Ich habe nicht diesen Hate entgegengeschlagen bekommen und daher kann ich ihn auch nicht hundertprozentig nachvollziehen. Vielleicht kann mir das jemand erklären, was die Leute daran so aufregt, denn ich finde das einfach nur lächerlich, wie sich die Leute da gerade aufführen. Ja klar, es ist das Internet und so weiter, man muss mit solchen Dingen vielleicht sogar rechnen, aber wir sind doch alle irgendwo auch schon alt genug, dass das nicht mehr so ausarten sollte. Dementsprechend gebt dem Spiel einfach eine Chance, flamet es nicht, bevor es rauskommt. Wenn es dann rauskommt, könnt ihr das gerne mal für eine Woche machen und dann ignoriert es einfach und lasst den Leuten, denen es gefällt, ihr Spiel und ihren Spaß haben. So, das musste jetzt auch mal sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.